Bestechung, Betrug und Gewaltverbrechen. Mexiko-Stadt eilt der Ruf einer besonders kriminellen Stadt voraus. Auf einer Citybus-Tour der etwas anderen Art können sich Besucher ein Bild machen von besonders berüchtigten Orten in Mexikos Hauptstadt. Vorbei geht's an Regierungsgebäuden oder Fernsehanstalten, die in Filz und Korruption verstrickt sind. Und am sogenannten Anti-Denkmal für die 43 Studenten, von denen seit ihrem Verschwinden im September 2014 jede Spur fehlt. An einer Luxusresidenz, die die Ehefrau von Präsident Enrique Peña Nieto unter fragwürdigen Umständen erwarb, können die Teilnehmer ihrem Unmut über dunkle Machenschaften der Regierenden freien Lauf lassen. Laut Transparency International belegt Mexiko im Korruptionsindex Platz 123 von 176 untersuchten Staaten. Die Veranstalter der Korruptur wollen daran etwas ändern. Wir wollen, dass die Leute auf eine humorvolle Weise etwas über Korruption erfahren, aber auch, dass sie sich Gedanken darüber machen, wie man Korruption beenden kann. Zum Beispiel, indem man mit gutem Beispiel vorangeht. Die Korruptur ist für die Teilnehmer kostenlos, Spenden nehmen die Reiseleiter aber gerne an.